Hallo Offenbach! Mein Name ist Achim. Ich bin hier, weil ich die Dunja toll finde, extra aus Mannheim angereist und bin hier mit dem Zug gekommen. Und bei der Zugfahrt habe ich ein wunderschönes schneeweißes Wintermärchenparadies gesehen. Und das Anfang April. Und das sollte uns bewusst werden lassen, dass nur weil die Maßnahmen jetzt gerade sachte heruntergeschraubt werden, dass wir genau wissen, dass im nächsten Winter uns wieder ein Maßnahmenterror drohen wird, weil die Politik eine selbsterfüllende Prophezeiung macht. Die Immunsysteme der Menschen sind von der sogenannten Impfung geschwächt. Es wird immer deutlicher und immer mehr Studien belegen, dass nach 2 bis 3 Monaten die Wirkung der Impfung negativ wird und dass man auch schwerere Verläufe dann von Corona bekommt, eben weil das Immunsystem schon geschwächt ist über bestimmte Mechanismen. In diesem Sinne ist es wichtig, dass wir hier auf die Straße gehen und dass wir weiterhin Aufarbeitung fordern, dass wir weiterhin aufklären und dass wir uns auch dafür einsetzen, dass die Verbrechen des Psychoterrors, des Maßnahmenterrors, dass diese Verbrechen geahndet werden. Und dafür müssen wir auf die Straße gehen. Deswegen ist es toll, dass ihr hier seid. Habe ich jetzt die große Freude, die nächste Rednerin anzukündigen. Sie ist Logopädin und wird hier über rote Linien sprechen. Großen Applaus für Sonja! Hallo Offenbach. Ja, danke, dass ihr hier seid. Danke für eure Zivilcourage, für euer Engagement. Bundeskanzler Olaf Scholz hat gesagt, es darf keine roten Linien geben bei der Bekämpfung des Virus. Aber gerade uns Deutsche hat die Geschichte in furchtbarer Weise gelehrt, es muss rote Linien geben. Sonst läuft eine Regierung Gefahr, totalitär zu werden und entsetzliche Verheerungen anzurichten. Die Demokratie- und Freiheitsbewegung, die seit 2 Jahren auf der Straße ist, steht für die roten Linien, denn sie sind die unverzichtbaren Fundamente einer menschlichen Gesellschaft. Wir stehen für die unveräußerlichen Rechte jedes Menschen, ganz gleich welcher politischen Meinung, welcher Herkunft und Nationalität, welcher religiösen Zugehörigkeit und so weiter. Ganz gleich auch, welche Meinung er oder sie zu den Corona-Maßnahmen und zu den experimentellen Impfstoffen hat. Wir stehen hier für einen menschlichen Umgang aller miteinander. Und wir stehen für eine wissensbasierte und unabhängige Aufklärung zu den Fakten um Corona. Die erste rote Linie ist unser Grundgesetz. Und ich gehe jetzt nur auf Artikel 2 ein, unser Recht auf Freiheit und auf körperliche Unversehrtheit. Auf der Seite des Robert-Koch-Instituts steht, aus gutem Grund, denn das RKI war im Nationalsozialismus Kollaborateur bei furchtbaren medizinischen Experimenten. Auf der Seite des RKI steht mahnend, für die Verletzung der körperlichen Unversehrtheit gibt es zu keiner Zeit der Welt eine Rechtfertigung, auch wenn die Mehrheit ein solches Verhalten toleriert oder gar fordert. Niemand darf gezwungen werden, sich impfen zu lassen mit gentechnischen Substanzen, deren Wirkprinzip nie zuvor am Menschen getestet wurde und die weltweit nur notfallmäßig zugelassen sind, weil sie in Rekordzeit entwickelt wurden und dabei zahlreiche sicherheitstechnische Anforderungen nicht berücksichtigt wurden. Insbesondere über mittel- und langfristige Wirkungen können aktuell unmöglich seriöse Aussagen getroffen werden. Behauptungen wie die von Gesundheitsminister Lauterbach, die Impfstoffe seien nebenwirkungsfrei oder nebenwirkungsarm, sind zutiefst unwissenschaftlich, unethisch und gefährlich. Bereits jetzt gibt es eine erdrückende Beweislast dafür, dass die neuen Impfstoffe sehr toxisch sind und sich eine medizinische Katastrophe abzeichnet. Es liegen mittlerweile 9 rote Handbriefe vor, also offizielle Warnungen der Hersteller selbst vor ihren eigenen Produkten. Und die Zahlen der Impfschadensverdachtsfälle in den amtlichen Datenbanken explodieren. Im Vergleich mit der Grippeimpfung etwa gibt es für die Covid-19-Impfstoffe beim Paul-Ehrlich-Institut 173 Mal mehr Meldungen für bleibende Schäden und 40 Mal mehr Meldungen für Todesfälle nach der Impfung. Aber selbst diese Zahlen stellen offenbar nur die Spitze des Eisbergs dar. Der langjährige Vorstand der BKK Provita, Andreas Schöffbeck,
hat im Februar auf einer Datengrundlage von knapp 11 Millionen Versicherten festgestellt, dass die beim Paul-Ehrlich-Institut vorliegenden Impfschadensverdachtsfälle mindestens mit dem Faktor 10 mal genommen werden müssen. Damit geht von den Covid-19-Impfstoffen eine weit größere Gefahr aus, als bislang bekannt ist. Und auch diese alarmierenden Zahlen, die das Paul-Ehrlich-Institut bislang nicht zur Kenntnis genommen hat, und selbst bei diesen Zahlen ist noch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Denn Gesundheitsschäden nach Covid-19-Impfung sind ein absolutes Tabu. Viele Ärzte und sogar Geimpfte selbst weigern sich, wenn Erkrankungen nach Impfung auftreten, auch nur die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es sich dabei um einen Impfschaden handeln könnte. Psychologisch ist das verständlich. Welcher Arzt möchte schon erkennen, dass er einem Patienten unwillentlich geschadet hat? Von der Haftungsfrage mal abgesehen. Und welcher Geimpfte möchte wahrhaben, dass er vielleicht eine falsche Entscheidung mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen getroffen hat? Hinzu kommt, dass eine Impfung gut honoriert wird, während die Ärzte für eine zeitaufwendige Schadensverdachtmeldung keinen Cent erhalten. Gleichzeitig stehen Mediziner oft völlig ratlos vor neuen, bislang unbekannten Krankheitsbildern. Menschen, die nach einer Impfung an teils schwerwiegenden Gesundheitsproblemen leiden, werden von den Ärzten oft völlig im Stich gelassen. Ihre Beschwerden werden als psychisch bagatellisiert und ein möglicher Zusammenhang mit der Impfung wird kategorisch ausgeschlossen. Am 23. März gab es einen aufsehenerregenden Bericht im ARD-Magazin Plus Minus mit dem Titel Impfschäden, wie Deutschland bei der Erforschung hinterherhinkt. Darin wird das ungeheure Leid derjenigen geschildert, die nach der Impfung erkranken und keine Hilfe finden. In wenigen Tagen waren die Kommentarspalten zu der Sendung voll mit erschütternden Berichten Betroffener und ihrer Angehörigen. Ich möchte daraus ein bisschen zitieren. Der Inhalt dieser Kommentare kann nicht überprüft werden, anders als die Daten, die ich hier sonst in der Rede nenne. Aber die Schilderungen in den Schilderungen decken sich mit den Impfschadensverdachtsfällen zu den Covid-19-Impfungen in amtlichen Datenbanken, wie WG Access, VERS oder dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts. Jessica schreibt am 29.03. 12.25 Uhr, ich wurde am 14. Januar 2022 mit BioNTech geimpft. Es war meine zweite Impfung. Am 22. Januar fing es an, dass mein Körper verrückt spielte. Hoher Blutdruck, Herzrasen, Schwindel, Sehstörung, Taubheitsgefühle, Konzentrationsprobleme, Wortfindungsstörungen. Viermal Notaufnahme im Krankenhaus, 6 Tage stationär, etliche Arzttermine danach. Keiner kann mir sagen, was es genau ist und somit kann mir auch keiner helfen. Ich bin seit dem 22. Januar arbeitsunfähig und wer weiß, wie lange noch. Steffen, auch am 23. März. Ich bin Mitte 50, habe im März 2021 meine zweite Impfung mit BioNTech bekommen. 3 Wochen später zeigten sich massive Entzündungen in Gelenken, Muskeln und Nervenbahnen. Ich habe über Wochen starke Schmerzmittel genommen. Es stellte sich in der Folgezeit ein Kraftverlust in den unteren Extremitäten und eine eingeschränkte Sensorik ein. Ich kann keine längeren Strecken mehr gehen. Und da es dann immer schwieriger, weil es dann immer schwieriger wird, die Beine kontrolliert zu bewegen und die Stürze befürchten muss. Fühle mich in meiner Bewegungsfreiheit um 10 Jahre gealtert. War beim Arzt, fand jedoch kaum Verständnis. Der Arzt meinte nur, lassen Sie sich doch boostern. Schlimmer als jetzt wird es auch nicht mehr. Hier kann man nichts hinzufügen. Sigi am 29.03., mein zuvor gesunder und sehr sportlicher 50-jähriger Bruder, erlitt 8 Wochen nach der zweiten Impfung eine tiefe Beinvenenthrombose, eine Lungenembolie und akute Niereninsuffizienz. Weder das Krankenhaus noch der Hausarzt haben es dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet, das habe ich getan. Also die Stellen, die eigentlich zuständig wären für die Impfschadensmeldung, haben sie nicht vorgenommen. Nun muss mein Bruder zeitlebens Blutverdünner nehmen. Kürzlich ist er auch noch an Corona erkrankt, wie so viele Geimpfte und Geboosterte dieser Tage. Und so geht das weiter, 69 Seiten lang. Man kann es auf der ARD-Seite noch nachlesen. Menschen mit Covid-Impfschäden, heißt es in der Sendungsinformation, kommen im öffentlichen Diskurs nicht vor. Das beschreibt das Problem treffend. Die Sendung ist eine bemerkenswerte Ausnahme in den Mainstream-Medien. Während die Gefahr durch die neuen Impfstoffe systematisch heruntergespielt und verborgen wird, wurde die Gefahr durch das SARS-CoV-2-Virus von Anfang an ebenso systematisch übertrieben. Die epidemiologischen Daten zeigen längst einwandfrei, dass Covid-19 zu keinem Zeitpunkt gefährlicher als eine mittelschwere Grippe war und diese in der öffentlichen Wahrnehmung abgelöst hat.
Und auch die Grippe konnte schon immer für Menschen mit schweren Vorerkrankungen im hohen Lebensalter gefährlich werden. In Schweden, wo es nie einen Lockdown, nie eine Maskenpflicht, keine Kontaktbeschränkung und keine Schul- und Geschäftsschließungen gab, liegt die aktuelle 7-Tage-Inzidenz bei 79. Hier in Deutschland, mit den zuletzt europaweiten strengsten Maßnahmen, liegt sie bei 1.625, also 20 Mal so hoch. Wobei die Aussagekraft der Inzidenzzahlen, wir wissen das, sehr begrenzt ist, weil die Bezugsgröße fehlt. Die drohende systemweite Überlastung der Intensivstationen, mit der bis heute die Maßnahmen begründet werden, ist in Deutschland nachweislich nie eingetreten. In den Jahren 2020 und 2021 gab es vielmehr eine historische Unterauslastung der Krankenhäuser und einen Abbau der Intensivbetten um 27%. Auch eine Übersterblichkeit hat es im ersten Pandemiejahr, in dem noch nicht geimpft wurde, nicht gegeben. Mehrere Studien und das Statistische Bundesamt haben vielmehr eine Untersterblichkeit bis einschließlich März 2021 festgestellt. Seit Sommer letzten Jahres, seit also in großem Stil geimpft wird, zeichnet sich nun allerdings tatsächlich eine zunehmende Übersterblichkeit ab, die nachgewiesenermaßen nicht auf Covid-19 zurückzuführen ist. Ende Januar veröffentlichte der Regensburger Psychologieprofessor Christoph Kubandner eine umfangreiche Analyse, die zeigt, dass es einen alarmierenden zeitlichen Zusammenhang zwischen der Zahl der Covid-Impfungen und der Zahl der offiziell registrierten Todesfälle in Deutschland gibt. Es besteht also der wissenschaftlich begründete Verdacht, dass die Impfungen zu erhöhten Sterbezahlen führen. Insbesondere sterben seit Beginn der Massenimpfungen zunehmend jüngere Personen. In England, wo ja besonders früh mit den Impfen angefangen wurde, sterben nach amtlichen Daten mittlerweile in der Altersgruppe der 10- bis 59-Jährigen Geimpfte deutlich häufiger als Ungeimpfte. Bei all diesen alarmierenden Beobachtungen muss daran erinnert werden, dass keiner der Covid-19-Impfstoffe irgendwo auf der Welt eine reguläre Zulassung hat. Alle Präparate befinden sich noch im Entwicklungsstadium. Und jeder, der sich impfen lässt, ist ein Studienteilnehmer. Oder, wie Olaf Scholz formuliert, ein Versuchskaninchen. Damit sind wir bei der zweiten roten Linie, dem Nürnberger Kodex. Im Nürnberger Kodex heißt es, niemand darf durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges dazu gebracht werden, an einer medizinischen Studie teilzunehmen. Es ist erschreckend, wie offen diese fundamentale ethische Richtlinie durch die Impfprogramme verletzt wird. Menschen, die aus guten Gründen dem Impfexperiment widersprechen, werden aufs Übelste diffamiert, vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen und aus ihren Berufen gedrängt. Umgekehrt werden Menschen mit Bratwurst und Einkaufsgutscheinen zu Impfungen gelockt. Eine besonders abstoßende Aktion fand am 4. Februar im Frankfurter Senckenberg-Museum statt. Da stehen die Dinosaurier, die Kinder gehen da sehr gerne hin. Unter dem Motto Impfen bei Trex, Trizi und Co. wurden Kinder ab 5 Jahren zum experimentellen Impfen ins Museum gelockt. Als Belohnung winkte dann der freie Eintritt zu den Dinosauriern. Seit dem 15. März gilt nun auch eine Impfpflicht für alle Mitarbeiter im medizinischen Bereich und nächsten Donnerstag wird über eine allgemeine Impfpflicht für alle ab 18 oder ab 50, es gibt verschiedene Vorschläge, also nächsten Donnerstag wird über eine allgemeine Impfpflicht beraten und beschlossen. Aktuell haben wir die berufsbezogene Impfpflicht, die zwingt gerade die kritisch unabhängigen Fachkräfte. Die berufsbezogene Impfpflicht zwingt gerade die kritisch unabhängigen Fachkräfte zur Aufgabe ihres Berufes, die nicht selten Experten für naturheilkundliche und komplementärmedizinische Heilverfahren sind. Das bedeutet für uns alle, dass die Vielfalt der Therapieangebote reduziert wird zugunsten der Schulmedizin, die vor knapp 150 Jahren eine unheilige Allianz mit der Pharmaindustrie eingegangen ist. Die Auswüchse dieser weltweiten unheiligen Allianz zwischen Pharmaindustrie und Medizin erleben wir jetzt. Dr. Luigi Varin, einer der Erfinder der RNA-Technologie, warnt, dass in Zukunft alle 6 bis 12 Monate neue Impfstoffe auf den Markt gebracht werden sollen. Das Endziel ist es, so Varin, dass wir alle von diesen Impfstoffen abhängig sein werden. Ich vergleiche sie in gewisser Weise mit Drogenschiebern. Und Dr. Wolfgang Rodak spricht von einer globalisierten Variante der Schutzgelderpressung. Der Impfstoffhersteller BioNTech hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 10 Milliarden Euro erwirtschaftet und damit seinen schon sehr ansehnlichen Vorjahresgewinn von 10 Milliarden Euro im letzten Jahr
im Jahr davor 15 Millionen Euro. Diesen Gewinn hat er also jetzt im vergangenen Jahr 2021 vertausendfacht auf 10 Milliarden Euro Nettogewinn, laut FAZ. Weltweit beschert laut Handelsblatt die Corona-Politik den 20 größten Pharmaunternehmen einen Zusatzumsatz in Höhe von 100 Milliarden Dollar. Cui bono, wem nutzt es? Diese Frage muss man stellen, aber sie wird ängstlich gemieden, wie alle Fragen, die Licht ins Dunkel bringen könnten. Inzwischen ist eine Situation der gesellschaftlichen Omerta entstanden. Ein Zustand der kollektiven ängstlichen Verweigerung, der Realität ins Auge zu blicken und unorthodoxe Fragen zu stellen. Fragen wie diese: Wie kommt es, dass seit Beginn der Impfkampagne so viele und besonders junge und fitte Menschen wie Sportler oder Piloten plötzlich völlig unerwartet kollabieren, schwer erkranken und sogar versterben? Weshalb weist der Notaufnahmesituationsreport des Robert-Koch-Instituts seit Beginn der Massenimpfung einen starken Anstieg von Vorstellungen in den Notaufnahmen aus? Und zwar wegen Herz-Kreislauf- und neurologischen Erkrankungen bekannten Impfschäden. Ich appelliere an alle, Ärzte, Politiker, Wissenschaftler, aber auch an jeden Einzelnen, der Verantwortung für die Gesundheit von sich und seinen Angehörigen übernimmt. Schauen Sie vorurteilsfrei hin und prüfen Sie mit Ihrem gesunden Menschenverstand die unzähligen Widersprüche des offiziellen Narrativs und die vielen Warnungen hochkarätiger Experten. Auch wenn Erkenntnisse drohen, die schwer auszuhalten sind. Es geht um die Gesundheit und das Leben von uns allen. Eine dritte rote Linie ist der respektvolle Umgang miteinander. Hochrangige Politiker und andere Prominente diffamieren im Verbund mit den Mainstream-Medien Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, als gefährliche Sozialschädlinge. Die Grünen-Abgeordnete Saskia Weishaupt fordert Schlagstock und Pfefferspray gegen Kritiker der Maßnahmen und Boris Palmer beugehaft für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Bei jedem, der noch einen Hauch Geschichtsbewusstsein in diesem Land hat, müssen alle Alarmglocken schrillen, wenn in solcher Weise Hass und Hetze gegen eine Minderheit geschürt wird. Ich erinnere jeden Politiker an seine Verantwortung für das Gemeinwohl und jeden Journalisten an den journalistischen Ehrenkodex. Die Covid-19-Impfstoffe sind nicht dafür zugelassen und auch nicht in der Lage, die Verbreitung des Virus zu reduzieren oder gar zu unterbinden. Das haben mittlerweile mehrere Studien, unter anderem von der amerikanischen Seuchenbehörde, belegt. Und amtliche Daten der britischen Seuchenbehörde und des RKI zeigen, dass Geimpfte deutlich anfälliger für Omikron-Infektionen sind als Ungeimpfte. Achim hatte das schon angesprochen. Auch vor schweren Verläufen von Covid-19 schützt die Impfung nachgewiesenermaßen nicht. Laut amtlichen Daten des RKI liegen auf den Intensivstationen mittlerweile fast genauso viele geboosterte Covid-19-Patienten wie Ungeimpfte. Es ist falsch und gefährlich, von einer Pandemie der Ungeimpften zu sprechen, sagt Professor Günther Kampf im Lancet, einer der renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt. Und weiter: Historisch gesehen haben sowohl die USA als auch Deutschland negative Erfahrungen mit der Stigmatisierung von Teilen der Bevölkerung gemacht. Ich fordere hochrangige Beamte und Wissenschaftler auf, die unangemessene Stigmatisierung nicht geimpfter Menschen, zu denen unsere Patienten, Kollegen und andere Mitbürger zählen, zu stoppen und zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um die Gesellschaft zusammenzubringen. Unser Gesundheitsminister spaltet dagegen weiter. Am 17. März behauptete Lauterbach gegen jede Evidenz: Ungeimpfte tragen die Verantwortung, dass wir nicht weiterkommen. Das ganze Land wird in Geiselhaft dieser Menschen sein. Der Rechtsanwalt Markus Heinz hat darauf Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen Lauterbach erstattet. Ich kann nur hoffen, dass das zur Bewusstseinsbildung beiträgt und Politiker in Zukunft zweimal nachdenken, bevor sie geschichtsvergessen und evidenzfrei gegen Menschengruppen hetzen. Die letzte rote Linie, die ich ansprechen möchte, sind die Kinder. Kinder sind, das beweisen alle Studien, durch SARS-CoV-2 nicht gefährdet. Und auch bei der Übertragung spielen sie praktisch keine Rolle. Schon vor 2 Jahren, im ersten Lockdown und vor einem halben Jahr wieder, haben mehrere medizinische Fachgesellschaften neben vielen anderen Experten gefordert, Schulen und Kitas bedingungslos zu öffnen und die Kinder ganz normal, ohne Masken, ohne Tests und Abstandsgebote in Schule und Kita gehen zu lassen. Weil, so die geballte Fachkompetenz der Institutionen, darunter die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie und die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, schwere oder gar tödliche Verläufe einer SARS-CoV-2-Infektion bei Kindern extrem selten seien.
Aber die Politik stellt sich taub und quält die Kinder weiter mit Masken, Abstandsgeboten und Tests. Zum kommenden Montag entfällt nun zwar endlich die Maskenpflicht in Schulen, aber nur auf Widerruf. Nach einer einzigen positiven Testung in der Klasse sollen sofort wieder Masken aufgesetzt werden. Und weiterhin werden 3 Tests pro Woche von denjenigen Kindern verlangt, die nicht geimpft sind. Dabei hat sogar der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen davon abgeraten, Kinder zwischen 5 und 12 Jahren zu impfen. Und auch für Jugendliche ist das Impfrisiko nach Ansicht vieler unabhängiger Experten nicht vertretbar. Nicht zuletzt der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Mertens, sagte, er würde seine Kinder nicht impfen lassen. Und sogar Schwangere werden zur Impfung gedrängt, obwohl die Impfstoffe überhaupt nicht an Schwangeren getestet wurden. Eine neue Studie im New England Journal of Medicine berichtet, dass es bei 104 von 127 schwangeren Frauen im ersten Trimester nach der Covid-Impfung zu Fehlgeburten kam. Das bedeutet eine Fehlgeburtenrate von 82% nach Impfung im ersten Schwangerschaftsdrittel. Was hier geschieht, hat nichts mit Gesundheit zu tun. Was hier geschieht, ist ein Verbrechen. Oxfam berichtet, dass sich während der Pandemie das Vermögen der 10 reichsten Männer der Welt verdoppelt hat, während gleichzeitig 160 Millionen Menschen in Armut gestürzt wurden. Jeder, der begründete Zweifel hat an dem, was hier passiert, muss sich zu Wort melden und dem Unrecht mit seinen Möglichkeiten Einhalt gebieten. Die Kinder, Hauptleidtragende der irrationalen Lockdown-Maßnahmen, überlasten seit geraumer Zeit die psychiatrischen Kliniken. Die Zahl der Suizidversuche von Kindern ist in Deutschland im zweiten Lockdown um rund 400% im Vergleich zur Zeit vor Corona gestiegen. In dem Buch Corona Unmasked von Professor Susharit Bhakti und Professor Karina Reis zitiert eine Mutter ihren 11-jährigen Sohn mit den Worten: Weißt du, Mama, wer mir am meisten leid tut? Die kleinen Kinder und Babys, die gar nicht wissen, wie das Leben sein kann. Ich hatte ja schon ein schönes Leben. Wenn 11-Jährige so etwas sagen, haben wir keine Wahl. Wir müssen weiter kämpfen für eine menschliche, freie und vernunftorientierte Gesellschaft. Für uns und für die nachkommenden Generationen. Danke. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir uns überlegen, welche Welt wir der nächsten Generation quasi übergeben, in welcher Welt diese aufwachsen müssen. Weil wir hatten eigentlich eine schöne Kindheit, wir hatten eine schöne Zeit hier in dieser westlichen Welt, im sogenannten Wertewesten. Ja? Aber wenn das Ganze scheinheilig wird und doppelbödig und im Grunde genommen von Werten erzählt wird, die gar nicht mehr gelebt werden. Also wir haben quasi eine Zweiteilung. Wir erzählen Dinge, die uns wichtig sind, und wir handeln aber ganz anders. Wir erzählen von unseren demokratischen Werten. Wir erzählen davon, dass medizinische Eingriffe natürlich immer auch nur dann, wenn sie sinnvoll sind, wenn sie nicht zu viel Schaden angewendet werden dürfen. Aber wir handeln nach Profit. Die Menschen im Westen sind gierig geworden, ein paar, und die anderen schauen weg und denken, ach ja, das Risiko wird mich nicht betreffen. Ich kann mich impfen lassen, weil alle das erwarten von mir. Ne? Und es gibt vielleicht ein paar schwere Nebenwirkungen, aber ich werde nicht zu denen gehören, die das Risiko dann eben einholen. Ich werde verschont. Und meine Kinder, naja, die impfe ich auch. 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre. Ja, die sollen ja mit ihren Freunden weiter spielen gehen. Ansonsten ist ihr Leben ja vielleicht eingeschränkt. Sie kommen nicht mehr in Sportvereine. Sie können nicht mehr, sie werden nicht mehr anerkannt von der Gesellschaft. Dann lasse ich sie impfen. Das wird schon nicht passieren. Also ich persönlich, ich habe als junger Mensch selber eine Autoimmunkrankheit bekommen und mein Leben war von einem auf den anderen Tag, von einer Sekunde auf die andere komplett ein anderes, wegen einer Autoimmunkrankheit. Und das ist genau das, was die Menschen treffen kann. Eben wenn sie wirklich das Pech haben, eine schwere Nebenwirkung durch die Impfung zu bekommen. Die haben dann ein komplett
veränderte das Immunsystem, das sich gegen ihren Körper wendet. Und dann ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und man kann vorher gedacht haben, naja, zu denen gehöre ich doch nicht, die schwer trifft. Aber wenn es dann passiert, dann kommt man da nicht mehr raus. Dann hat sich das Leben geändert. Dann ist nichts mehr so, wie es vorher war. Deswegen müssen wir alle aufpassen. Und auch die Menschen, die sagen, naja, es wird jetzt von mir erwartet. Ich bin Lehrer, ich bin Politiker, ich bin Stadtoberhaupt. Die Leute wollen sich impfen lassen, die tragen Schuld. Die tragen Schuld daran, dass die paar Menschen, die halt eben wirklich eine richtig schwere Nebenwirkung bekommen, ihr Leben lang eingeschränkt bleiben. Die tragen Schuld daran, dass Familien eingeschränkt werden, dass sie ein großes Leid erfahren. Die tragen Schuld daran und müssen diese Schuld bis zum Ende ihres Lebens eben tragen. Also, denkt es nicht an die leichte Schulter, was hier passiert. Zuckt nicht mit den Achseln, sondern steht auf, sagt, nein, mit uns nicht. Wir wollen, also unsere quasi Gesellschaft in den letzten Hunderten von Jahren, die Menschen sind gestorben, die haben gekämpft dafür, dass es uns heute so gut geht, wie es uns geht. Die wollen das weitertragen. Die wollen einen Rechtsstaat haben. Die wollen nicht, dass die Menschen einfach so geopfert werden deswegen, weil es ein paar gibt, die gierig sind und die Geld verdienen wollen an uns und an unserem Körper. Aber ich danke euch und ich möchte die Musiker gerade hier. Ja. Genau. Ja, super, die werden dann weiter spielen. Ja, das ist es. Ja. Hast du gut gemacht hier? Fein, fein, fein. Geht gleich weiter. Also, es geht gleich weiter, Leute. Ja, sehr schön. Wir werden noch ein bisschen mehr, das freut mich. Ja, ich hoffe, wir werden regelmäßig hier stehen in Zukunft auch. Und es werden hoffentlich immer mehr. Es wird hoffentlich immer mehr Menschen gehen, die aufgeben, die aufwachen und die sagen, nein, mit mir nicht. Es wird immer mehr Leute geben, die mutig sind, die sagen, stopp, mein Leben hängt davon ab, meine Gesundheit hängt davon ab, die Gesundheit meiner Kinder hängt davon ab. Das können wir doch nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen. Ja, genau. Also, wir laufen ja auch immer, also wir zeigen Gesicht, nicht nur jetzt hier am Samstag, sondern auch montags. Ja. Und ich bin ganz froh, dass Offenbach auch eine Stimme hat. In der ganzen Welt stehen Leute auf. Es ist ja nicht nur hier in Offenbach, es ist nicht nur in Deutschland. Es ist auf der ganzen Welt durch die Politik, durch die Entscheidungen, die die Medien, die Politiker, Pharmafirmen, die Lobbyisten, die Geld an uns verdienen, an unseren Körpern, die getroffen haben. Dadurch haben sie die Menschen dazu gebracht, aufzustehen und zu sagen, nein. Also das heißt, das, was wir momentan haben, ist eine riesige Demokratiewelle, die über die ganze Welt eben schwappt. Und das ist das, was Reifen ist jetzt einfach mal ein Lied auf, ne? Ja. Hallo? Okay. Also, wir spielen jetzt ein Lied, sehr politisch. Das bringt den ganzen Wahnsinn auf den Punkt. Vor allem jetzt, wo die Maßnahmen lockern, also ja, wird immer weniger Leute auf die Straße gehen und so. Deshalb finde ich es super, dass ihr alle hier seid. Lasst euch nicht täuschen, anscheinend tut ihr das nicht. Und wir spielen jetzt dazu ein passendes Lied. Hast du
Durchschaubarkeit, so funktioniert ihr Scheißsystem. Denkst du auch drüber nach, kannst du auch nicht mehr schlafen. Umgeben und übertönt von eingeschlafenen Schafen. Die Angst, sie breitet sich aus, sie ist das, was uns lebt, Wir werden zum Schweigen gewacht und mit einem Maulkorb gezählt. So lange habt ihr gelernt, so lange haben wir geschrieben. Haben unsere Meinung verschenkt, sie ist auf Facebook geblieben. Haben uns dort ausgekotzt, wir posten jeden Shit. Doch was im Hintergrund läuft, das kriegen wir schon lang nicht mehr mit. Endlich aufgewacht, so lange haben wir geschlafen. Und wer sich nun erhebt, wird werden sicher bestrafen. Jede Form von Kritik wird in Keim gestillt. Entgegen ihrem Schwur etablieren sie die Zensur. Und es ist längst Zeit, macht euch bereit. Wir nehmen das Steuer in unsere Hand, für unsere Zukunft, für unser Land. Aufzustehen und rebellieren. Wir schweigen, nehmen wir es nicht hin. Und werd auch du jetzt selbst aktiv. Und werd auch du selbstständig aktiv. Werd ihr die Wahrheit erzählt, stellt sich auf all deine Fragen. Wer die Lüge dir seht, der kann das gar nicht ertragen. Wer trägt die Schuld daran, wer die Bevölkerung will? Gelenkte Marionetten, die haben wir nicht mal gewählt. An allen wichtigen Stellen nur noch Konzernlobbyisten, die werden fürs Durchhören bezahlt und über uns alle zu richten. Hier wird sich eingekauft, hier werden die Regeln diktiert. Gegen unseren Willen hast du denn gar nichts kapiert? Völlig skrupellos und hinter dir getrieben, bestochen und unterpresst, gegen uns verschrieben. Der Plan wird durchgesetzt mit aller Brutalität. Sie machen jeden zum Opfer, jetzt zwischen die Finger gedreht. Gelernt aus Literatur und Geschichte. Nie wieder soll das geschehen, doch ihr macht selbst wahr zum Richter. Die Kinder werden euch fragen mit verwundetem Brust. Willst du ihnen dann erzählen, du hast von gar nichts gewusst? Die Kinder werden dich fragen mit verwundetem Brust. Willst du ihnen dann erzählen? Du hast von gar nichts gewusst. Den leitenden Medien sei Dank, hier wird fleißig propagiert. Hier wird für Stimmung gemacht und dafür fürstlich gespielt. Synchron getrimmt wird unser Meinung. Und diese hetzenden Geier sind nur auf Spaltung getrillt. Synchron getrimmt wird unser Meinungsbild. Und diese hetzenden Geier sind nur auf Spaltung getrillt.
mich so traurig macht, dass dies noch so funktioniert. Ist nicht mal gut gemacht, ist so billig konstruiert. Aber wenn jemand nicht weiß, dass was zu wissen gibt, für den sind Grenzen gesetzt, die für ihn keiner verschiebt. Und da, wo Grenzen entstehen, verschwindet auch die Liebe. Am Horizont ein Gerät, fehlt jegliche Perspektive. Und so füge man ein, auf den der andere denkt, und verteidigt die Worte von dem Herrn, der dich denkt. Und du bügelst ein, auf den der andere denkt, und verteidigst die Worte von dem Typen, den du nicht kennst, nur weil er anders denkt. Und es ist längst Zeit, macht euch bereit. Wir nehmen das Steuer in unsere Hand, für unsere Zukunft, für unser Land. Aufzustehen und rebellieren, denn Schweigen hilft nicht viel. Werd auch du, werd auch du jetzt selbst aktiv. Werd auch du, werd auch du selbstständig aktiv. Wo sind so viele hin, Musiker und Poeten? Auch die Kunst sieht viel dem Regime entgegen. Alles ist stay at home, bleib mal lieber zu Hause. Nur gestreamter Scheiß und die Empörung fällt auf. Alles stay at home, bleib mal lieber zu Hause. Und die Empörung fällt auf. Keine Konzerte mehr, nichts mehr zu erleben. Heute schauen wir gespannt nur noch den Bildschirm entgegen. Hab mir nichts mehr zu sagen, nichts Eigenes zu sagen. Wir haben auf euch gezählt an diesen finsteren Tagen. Wir haben auf euch gezählt an diesen finsteren Tagen. Lässt du andere für dich machen und bist durch Freizeit verhindert? Wir stehen hier auch für dich ein und für all unsere Kinder. Drum steh doch mal auf, für die Zukunft ein. Die Welt, die du verlässt, soll doch eine bessere sein. Die Welt, die du verlässt, soll doch eine bessere sein. Wir halten lieber zusammen, die Liebe soll sich spalten. Wir können die Hindern daran, an ihren Scheiben so halten. Die Macht, die wurde uns genommen, das ganze Volk unterdrückt. Steh an der Seite mit uns, wir holen sie uns zurück. Wir holen die Macht 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 zurück. Macht euch bereit.
und reparieren. Wir schweigen, wir sind schön. Wir sind schön, wer darfst du? Wer darfst du jetzt selbst aktiv? Wer darfst du? Wer darfst du selbstständig aktiv? Wer darfst du? Wer darfst du jetzt selbst aktiv? Wer darfst du? Wer auch du selbstständig am Team. Dankeschön. Das war Musik von Jane und Alex. Für alle, die die Redebeiträge und auch zum Teil die Musik nochmal nachhören wollen, werde ich diese Videos auf dem Kanal der Offenen Gesellschaft Kurpfalz auch auf YouTube hochladen. Offene Gesellschaft Kurpfalz auf YouTube.